damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Odyssey. Und als erstes muss ich mich entschuldigen, da die letzten 4 Tage kein Mario kam. Lag daran, dass ich einfach nicht genug Zeit hatte, um noch Mario aufzunehmen, da ich das relativ spontan mache. Im Gegensatz zu Sea of Thieves, was ich heute aber auch noch aufnehmen muss, weil die Folgen, die ich vorproduziert habe, jetzt zu Ende sind. Aber wir gehen jetzt durch die kompletten Länder nochmal durch. Denn nachdem die Hauptstory quasi abgeschlossen ist, kann man immer noch 250 Monde sammeln, um noch weiter zu reisen. Dann haben wir die Rabbits besiegt und jetzt müssen wir nochmal 250 Monde sammeln, um, ich hoffe, das letzte Land zu kommen. Jedenfalls gehen wir jetzt die ganzen Dinger nochmal durch und sehen uns das hier mal an. Stimmt, die Dinge gibt es ja auch noch. Fühlst du das auch? Als wäre eine Quelle konzentrierte Energie hier irgendwo. Das müssen wir uns ansehen. Zack. Hier gibt es nämlich auch noch die Toads und so ein Sheet. Und man hat anscheinend mit dem, was man bis jetzt gesammelt hat. Hier mal kurz gucken. Rücksitzpunkt, bla bla bla. Ist mir egal. Waren das Listen? Hier, Mondliste. Wir haben hier noch 17 Monde, die es hier halt vorher nicht gab, weil wir die Odyssee noch gar nicht hatten. Ne? Hier war es ja noch nicht, um Monde zu sammeln, sondern hier gab es ja erstmal nur die Odyssee. Und natürlich gibt es ja auch jetzt Münzen, womit man sich dann einen neuen Stuff kaufen kann. Willkommen zurück. Ja, bla bla. Ist mir wurscht. Und ich werde mal schauen, vermutlich, also hier gibt es jetzt 17 Dinger, 17 Monde. Ich schaue da mal nach, wie viel ich da auf einmal in eine Folge krieg. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Hier sind Schatten. Ist das weiter oben? Oder was ist das? Da geht's runter. Okay. Ja. Okay. Irgendwie muss ich darüber. Fliegender Goomba. Mit den Fröschen funktioniert es nicht. Luigi macht hier seine Ballonjagd, seine komische. Aha. Na, schau mal an. So, jetzt machen wir hier erstmal. Na komm. So. Hier. Oh Gott, wir müssen flattern. Flap, 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 flap. Und hier rüber zu diesem Kern. Da kann nämlich bestimmt irgendwas Cooles. Zack. Was kannst du? Klick. Okay, geht auf. Okay. Explosion. Bringt mir das was? Lauter Monde sind herausgekommen. Die sollten wir alle einsammeln. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Flap, 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 flap. Da sind ein Haufen Monde drin. Ah, jetzt ergibt das Sinn mit 250 Monden, die du nicht gefunden hast bis jetzt. So, hier. Zack. Mond Nummer 1. Quasi. Versteckt in einem versunkenen Hut. Ja, die Goombas, die hier so fliegen können, die waren nämlich vorher auch nicht da. Laufen kann er auch. Krasses Viech.
Oh. Look at this. Und da unten ist auch noch ein Mond. Ich muss erst kurz hier die Hütchen einsammeln. Flap, 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 flap. Zack. Plattform im Nebel. Hier waren wir auch noch nicht drin, oder? Oh, so viel Zeug hier. Kranker Schied. Oh. Hier gibt es noch die Frosch-Challenge. Okay, so. Wir gehen erstmal nach oben. Den Mond unten können wir immer noch holen. Tak, 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 tak. Hier so ein bisschen Jump and Run. Easy. Boing. Boing. So. Hier mit beweglichem Untergrund. Ist ja quasi kein Problem. Aha. Okay, das ist dafür gedacht, dass man da reinspringt. Das wird nicht reichen, oder? Natürlich nicht. So, hier zack. Zack. Vier haben wir schon, aber noch hier kurz die Hüte mitnehmen. Ja, point. Und Mond. Und der spawnt wo? Unten. Okay. Ja, nicht so schwer. Schon mal schön. Suche im Froschteich. Was ist das hier hinten? Aha. Komm schon. Ja, alle Münzen einsammeln. Da hier raus. Und wieder raus aus diesem Gebäude. So, dann können wir hier mal wieder hoch. Den da unten habe ich gesammelt. Hier ist was Neues. Geht's erstmal rein. Aber bevor wir das machen, gucken wir erstmal nach hinten. Ja, nichts da. Glück gehabt. Moment mal. War jetzt irgendwie doof. Da war doch ein. Mama! Nein! Okay. Ja, ich habe einen Mond verpasst, den ich eigentlich noch wollte. Entschuldigung. So. Den Mond, den holen wir uns jetzt. Okay. Yes. Okay. Ja. Präzisionsrollen. Für zwischendurch. Ja, die Kurve. Bam, bam, bam. Speed, speed, speed. Was geht mal den einfacheren Weg? Hoffentlich. Ja, okay. Ausdauerrollen. Okay, okay. Ja, nice Monde. Ja, gut, da sind auch wieder Gute drin. Ja, einfach alles, was man vorher schon mal gemacht hat, nochmal machen. Hier unten ist nix. Die Hochzeit ist abgesagt. Da hingen nämlich die ganzen Plakate rum. Hier waren auch schon Münzen oben. Was muss ich mit dir machen, dass der Mond rauskommt? Okay, so. Zack. War nicht obvious oder so. Nee, nee. So, hier. Tung. Mond für dich. Am Hut drehen, Preis gewinnen.
passe auf den Mond auf. Ich habe vor nichts Angst. Nicht mal vor Paragumbas. Okay. Para, para. Ah, okay. Dafür sind die Schlossdinger. Wenn du den Schlüssel einsammelst, dann gibt's Mondpara. Oh, oh. Aber der Mond ist noch da. Hoffentlich. Ja. Ist mir egal. Ich will meinen Mond. Hier sind die Geistertypen. Er ist nicht mehr da, oder? Natürlich nicht. So. Das reicht, glaube ich, nicht, um so rüber zu springen. Deswegen gehen wir einfach mal den normalen Weg zurück. Oh! Ach, der Mond verschwindet auch komplett. Okay. Tic-Tac-Turnier 2. Da schauen wir hier nochmal rein. Ja, hier waren nämlich auch Münzen versteckt. Easy. Oh Gott. Ja, Hashtag easy. Hashtag easy. Hier unten war ich schon, da will ich nicht mehr hin. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle. Gibt es jetzt was dafür, wenn ich die ganzen Lichter anmache? Da ist Peach. Lol. Oh, Mario, ich freue mich, dich zu sehen, dass du vom Reißen noch nicht die Nase voll hast. Tigra und ich haben uns entschlossen, auf Weltreise zu gehen. Es wird bestimmt großartig, alle Länder nochmal in Ruhe zu bereisen, die wir zuvor in alle Eile abgeklappert haben. Ja, Tigra hat mir erzählt, wie toll sie es findet, dass die Schiffe ihrer Heimat wie Hüte aussehen. Das Panorama ist atemberaubend. Die Bewohner sind ja so freundlich, sie haben mir einen Mond geschenkt, aber du kannst ihn gerne haben. Peach im Hutland. Da müssen wir die jetzt auch noch in jedem Land finden. Ist es wahr, dass Dinosaurier sich gerne in der Sonne ahlen? Wenn ich demnächst einen sehe, dann frage ich einfach mal. Ja, das macht sie wohl besser. Was vielleicht jetzt hier kapern könnte. Bla bla bla. So, hier, zack. Ich mache jetzt einfach mal hier noch alle Lämplein an. Ach du Scheiße, jetzt ist hier Doppelstack an Hut. Oh, nee. Nee, falscher. Den hier. Lampe. Eins, zwei, drei, vier. Da gibt es da bestimmt irgendeinen so einen Mond für. Wo dann dran steht, gut ausgeleuchtet oder sowas. Safe. Als ob nicht, das könnt ihr mir nicht erzählen. So, hier. Und da. Und das gleiche noch Gumba, Para. Ziemlich noch zwei Monde mit einem Gumba. Hallo, kommst du? Leuchten die einfach nur weiß. Anscheinend leuchten die nur weiß. Okay, jetzt brauche ich den Gumba. Was ist ein Mond? What the fuck? Kommt der Mond dahin? Entlang der Brillenbrücke. So. Wir flattern in diese Richtung. Boah, hier siehst du ja nix. Da drüben ist der Mond irgendwo. Ja, da ist er. Komm. Hallo. Kling. Gefahrenschild. Dann müssen wir hier drüben noch mal schauen. Da oben sind nämlich diese komischen Dinger. Da komme ich aber gar nicht hoch. Das ist tatsächlich zu hoch.
Okay. Wir haben hier noch ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 von diesem Mond. Da ganz oben ist einer. What the fuck? Komm ich da hoch? Jetzt flattern wir hier rum. Das eine ist der Vogel. Auf jeden Fall. Das ist ein Notending. Zack, da ist ein Mond. Okay. Haben wir. Mond für dich. Mal nachschauen. Eins. Einer ist hier. Einer ist der Vogel, der hier rumflattert. Einer ist irgendwie ewig hoch in der Luft und einer ist ganz da hinten. Okay. Jetzt wird dieser Typ hier erschreckt. Der ist nämlich auch noch so ein Mond. Hallo. Verstehe nicht, warum Paragumbas so. Chapeau Blockade. So, zack. Direkt wieder gesnickt den Gumba. Den brauche ich bestimmt noch. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch einer und hier sind noch vier und da unten ist noch einer. Ja, Luigi Ballonjagd brauche ich nicht, danke. Ah, das ist der Vogel, der hier rumdüst. Lieber noch mal kurz zu Luigi. Lol, da ist auch noch einer oben. Ah, mit einem Frosch darüber. Das hier ist eine Hasenjagd. Na? Dich. Hä? Was muss ich mit dir machen? Ich hab dich doch gehittet. Ich muss dich überrennen. Okay. Ja? Die haben wir. Den haben wir. Vögelein. Okay, hier müssen doch irgendwo Frösche sein. Da drüben. So. Okay. Point.